Guten Morgen, liebe MusicStore TV-Zuschauer. Herzlich willkommen hier auf der Superbooth 2018 in Berlin. Das Wetter draußen ist super und hier drinnen sind die Produkte super. Ich freue mich, hier bei Nord zu sein. Und bei Nord kriegt man immer wieder neue Klaviaturen gezeigt mit unfassbaren Sounds. Genau, ja. Also nicht nur Sounds, sondern auch tolle Hardware. Und ja, und hier haben wir das brandneue Piano 4 auf der Musikmesse im Geheimen vorgestellt. Es war nur online zu sehen, auf der Messe nicht präsent. Und hier haben wir jetzt Prototyp Nummer 6. Prototyp, das heißt noch nicht auslieferbar? Nein, nein, nein. Wir liefern ja gerade den Elektro 6, den wir zu NAMM vorgestellt haben, aus. Also es wird noch so bis Juni, Juli dauern. Was ist hier dran neu? Ja, das Piano 4 hat jetzt zahlreiche Features aus dem Elektro 6 und Stage 3 bekommen. Wir können mal kurz durchgehen, so ein bisschen theoretisch. Wir haben jetzt eine erweiterte Polyphonie von 120 Stimmen. Vorher waren das 40 für Stereo und 60 für Mono. Jetzt 120 für alles. Wir haben die Seamless Transition, das bedeutet, ich spiele ein Programm, halte das Sustain-Pedal, schalte das Programm um und es klingt erstmal weiter. Und erst wenn ich wieder in die Tasten haue, kommt der neue Sound. Genau. Und ich habe keine Soundabbrüche mehr beim Umschalten der Programme. Das ist cool, gerade in Live-Situationen. Ich habe 7 Split-Points, die wir hier mit den LEDs sehen. Das sind feste Split-Points. Aber um es flexibel für die Pianisten auf der Bühne zu gestalten, ist die Cross-Split-Funktion mit integriert worden. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Split-Point nutzen und ich mache hier oben ein Piano und hier einen Bass, habe ich 3 mögliche Einstellungen. Ich kann hier einen Hard-Cut machen, wie man es kennt, oder aber einen Soft-Cut, dass ich noch Piano-Sound, wenn ich das Solo hier runterspiele, noch mitziehe und der Bass erst langsam da hochkommt. Und diese Range kann ich halt noch einstellen zwischen Small und Large. Gerade wenn man so ein Solo spielt und dann braucht man nochmal 2 Töne nach dem Splitpoint, ist das sehr hilfreich. Wird es dann auch leiser? Werden die letzten Töne dann auch ein Ticken leiser und faden so langsam genau, aus? Genau so ist es. So, was ist noch neu? Wir haben noch für den Reverb die Bright-Funktion. Das ist nochmal ein etwas anderer Klang. Und wir haben Piano-Filter. So, das ist der Punkt, du hast einen Sound gefunden, der dir gefällt. Richtig geiles Upright und du denkst, das ist mein Sound. Aber irgendwie, es klingt zu hart. Suchst jetzt ein anderes Piano, aber du wolltest ja eigentlich diesen Klang haben, dann kannst du mit den Piano-Filtern diesen Klang nochmal anpassen, dass es dann mehr in die Richtung geht, die du suchst. Ohne Effekte nutzen zu müssen, die du ja auch noch drin hast. Und last but not least, die Sample-Synth-Sektion wurde verdoppelt vom Speicher. Das heißt, ich habe gegenüber dem Piano 3 jetzt 512 Megabyte. Das ist doppelt so viel wie vorher. Am besten hören wir mal rein. Genau. Also ich habe jetzt hier ausgewählt das Amber Upright Piano, das ist relativ neu, ist natürlich auch erhältlich über den Sound Manager für Stage 3 User, für Piano 3 User, Elektro 6 User, in der Large Version. Alle neuen Sounds gibt es in XL, L, M, S, je nachdem wie viele Sounds ich brauche. Wenn es halt sehr viele sind, nehme ich die mit dem kleineren Speicher, ansonsten nehme ich die großen. Piano 3 und 2 User kennen das, was es hier noch so gibt, so praktisch für live. Wenn ich jetzt hier den Effekt anwählen möchte, habe ich mit einem Klick das Piano. Mit dem zweiten schalte ich ihn wieder aus. Jetzt kann ich mit der Shift-Taste sagen, ich möchte den Effekt nicht auf dem Piano haben, sondern auf dem Synth. Ist aber live recht unpraktisch, denn in der Regel hast du mindestens eine Hand auf der Tastatur. Also, Piano an, aus, an, Doppelklick zum Synth. Das funktioniert bei allen durch, sodass du in Live-Situation wirklich mit einer Hand das ganze Panel bedienen kannst und eine Hand auf den Tasten lassen kannst. Zur Tastatur. Es ist die gleiche wie im Piano 3, eine Triple-Sensor Hammer Action Tastatur von Fatah. Fantastisches Spielgefühl, also ist nochmal ein Stück besser als die im Stage 3 88 und spielt sich hervorragend. Also gerade Pianisten werden das merken. Also es gab noch nie die Frage nach einer nach einem Mangel an euren Klaviaturen. Die waren schon ab dem ersten Modell schon fantastisch. Ja, das kann man ja hier unterstreichen. Ja. Genau, also das ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, wenn man dann das Gesamtgewicht betrachtet, ich müsste jetzt nochmal in die Specs gucken, aber deutlich unter 20 Kilo für eine gewichtete Tastatur in einem Metallgehäuse mit Holzseitenteilen. Und hier haben wir mal gezeigt, den Nordwood Keyboard Stand.
es war viel Nachfrage danach, Mensch, ich möchte mein Piano auch zu Hause, Mensch, auf so Metallständer, das muss man ja auch mit der Familie erstmal klären, das passt ja optisch immer nicht. Und da haben sie jetzt dieses Holzstativ entwickelt, ist auch kompatibel mit Piano 3 und 2, das Triple-Pedal kann man integrieren und ja, schon habe ich ein Home-Piano. Mit 4 Schrauben gelöst ist es wieder mein Stage-Piano. Was war die Idee dahinter, das so zu entwickeln, wie es sich jetzt hier zeigt? Mehrere Gründe. Klavier entwickelt seine Nordinstrumente permanent weiter. Jetzt war es so, dass man schon beim Stage 3 und auch beim Elektro 6 auf eine neue Plattform gewechselt ist und jetzt nach und nach alle Instrumente ebenfalls auf diese Plattform anhebt. Das heißt, auch hier der Sample Synth verwendet schon die Sample Library 3.0 und nicht mehr 2.0. Mittlerweile gibt es auch einen Converter, sodass ich meine alten Samples auf die 3.0 umwandeln kann und auch nutzen kann. Und ja, so nach und nach werden jetzt alle Instrumente quasi auf die neue Plattform gehoben. Wann denkst du denn, wird er lieferbar sein? Ja, wie gesagt, der erste Produktionsrun ist im Juli, Juni, Juli, sodass wir dann quasi die ersten kleinen Stückzahlen im August im Fachhandel finden werden. Dürfen wir schon über einen Preis sprechen oder zumindest über eine Richtung? Ja, können wir. Es wird ungefähr da liegen, wo auch das Piano 3 liegt. Okay, das muss man da bei uns auf der Internetseite natürlich nachlesen. Auf musicstore.de, wenn Sie noch Fragen haben zum neuen Nord Piano 4. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.